Hallo zusammen, vor einer ganzen Weile habe ich einmal von dieser Kreatur hier berichtet und die wurde damals einfach so in den Raum geworfen. Wir wussten weder den Namen noch sonst irgendetwas. Wir haben lediglich das Aussehen, was heute auch immer noch so ist. Also es gibt immer noch kein offizielles Dossier. Und heute wurde nochmal so eine Kreatur angekündigt. Die seht ihr jetzt hier. Wir haben wieder nur das Aussehen. Wir wissen nicht den Namen noch sonst irgendetwas. Nur ich finde im Hintergrund bei dem Hauptbild sieht das alles so wie eine Wüstenlandschaft aus. Und bei der vorherigen Kreatur wurde ja auch schon mal spekuliert, das könnte jetzt die erste Kreatur für das Wüstenbiom sein, was ja eventuell mal kommen wird. Und ich finde auch, wie gesagt, auf dem ersten Bild hier, so der Hintergrund, der wirkt alles so sehr wie eine Wüste. Ich finde, das denken könnten so kleine Kakteen sein. Und ich finde auch ganz interessant das Bild unten rechts, wo die Kreatur dann liegt. Und dann sieht man da einen Menschen und daneben irgendwie Eimer vielleicht mit Wasser oder mit was für einer Flüssigkeit auch immer. Und vielleicht ist das irgendwie dafür da, diese Kreatur, dass sie irgendwie wasserspendend ist. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob und wann wir dazu nähere Informationen bekommen, beziehungsweise Informationen werden wir sicherlich irgendwann bekommen. Nur ist es halt fraglich, wann das Dossier wirklich folgen wird. Ich meine, bei der anderen Kreatur warten wir ja jetzt auch schon ein ganzes Weilchen darauf. Aber ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auch sehr auf eure Meinungen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!